Okay, Freunde, es ist soweit. Death Stranding kam heute auf dem PC heraus und ich dachte mir, nachdem es eines der besten Spiele war, die ich letztes Jahr gespielt habe, muss ich diese geupgradete Version einmal ausprobieren. Und erste technische Details haben ja schon gezeigt, dass das Spiel schon ziemlich kompetent auf dem PC läuft. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte es selber auch nochmal ausprobieren. Und war das jemals ein PlayStation-exklusives Spiel? Wir sagen einfach mal ja, und es ist eins der ersten PlayStation-exklusiven Spiele, die tatsächlich auch auf dem PC rauskommen. Das nächste wird ja Horizon Zero Dawn nächsten Monat sein, glaube ich, irgendwann im August. Und bei Gott, Sony, release doch einfach Bloodborne endlich auch auf dem PC. Es ist so eine Schande, dass dieses Spiel auf der PS4 mit der krüppeligsten Framerate einfach verrecken wird. Nicht okay. Macht es, die Welt wird euch danken. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt, was Death Stranding jetzt für mich bereithält. Entsprechend, los geht's. Ich glaube, die normale reicht. Mein Geburtsdatum ist der 10. und dann der 27. Für alle, die schon mal Geschenke bereitlegen wollen, ihr habt noch 3 Monate Zeit. Los geht's. In Konstellationen wie Krebsfische, Walfisch, Delfin und Gigas geborene Personen verfügen häufig über stärker ausgeprägte Dooms-Fähigkeiten. Okay, cool. Das ist doch positiv, glaube ich. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Fucking Gänsehaut einfach. Das sind auch einfach alles so geile Aufnahmen, Instant-Wallpaper-Material, Mann. Das ganze Spiel sieht auch einfach so geil aus. Ich habe das ja bereits auf der PS4 durchgespielt und da war es halt schon fucking krass, wie gut das aussah. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die PC-Version aussieht. Don't be so serious.
No. Oh, great. Fuck. Mega gut einfach. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich die Settings entweder ein bisschen runterdrehen oder gerade mal ein paar Programme in meinem Hintergrund hier beenden. Weil ich glaube, es tut der Performance nicht so gut. Eine Sekunde. Okay. Dann schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall echt ein ultra krasses Upgrade, was die Bildqualität angeht. Im Gegensatz zur PS4-Version, Mann. Holy shit. By the way, so ein scheiß Ding habe ich auch. So ein Ding, was du dir auf den Rücken schneiden kannst, um da irgendwie Stuff drauf zu tragen. Insanely praktisch bei einem Umzug. Brudi, wenn du so Boxen voller Videospiele hast, die alle ungefähr irgendwie 20 Kilo wiegen, baller die einfach hinten auf so ein Ding drauf, schnallst dir auf den Rücken und los geht's. Ist halt unfassbar easy. Gott, ich freue mich so zurück zu sein. Vor allem, ey, 60 FPS, Mann. Ultra gut. Ultra gut, Alter. Ja, okay, warte. Ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Ist alles ein bisschen her, seitdem ich das gespielt habe. God damn it! Ich hab einfach es nicht mehr drauf. Checken wir nochmal, ob da irgendwas war. Ansonsten kann ich eigentlich auch nochmal in die Option gehen und gerade nochmal beim DLSS sagen, dass das vielleicht nicht auf Qualität, sondern eher auf Performance gehen soll. Obwohl ich halt einfach noch so krass viel Grafikspeicher habe. Also, keine Ahnung. Geh mal auf Leistung, Brudi. Mal gucken, was passiert. Okay, wir kommen also nicht zu dem Ding. So eine scheiß Abdrücke hatte ich übrigens auch auf meinen Schultern. Seitdem kann ich das nachvollziehen, was er da durchmacht. Thank you.
Wundervoll, einfach. Wundervoll! Liebe es, ganz doll. I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. The man who delivers. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traitors. Not much left of us now, save for a few honest folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. Time full fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Ach, wundervoll. Fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. So. Ich glaube, das Performance-DLSS ist auch besser als das Qualitäts-DLSS. Zumindest hakt es halt jetzt nicht mehr so strange, wie es im Intro gehakt hat zwischendurch. Theoretisch sollte es eigentlich gar nicht haken. Ich habe das auf einer SSD installiert. Und für Leute, die ein bisschen interessiert an meinem PC sind, es ist ein i9-9900KS mit einer 2080 Ti drin und 32 GB RAM mit 3000 MHz, glaube ich. Und halt auf einer M2 SSD läuft das Spiel entsprechend. Eigentlich sollte hier nichts haken, so. Aber ich habe die neuesten Treiber noch nicht installiert. Entsprechend kann es natürlich sein, dass es zwischendurch immer noch mal wieder kleinere Probleme gibt, aber RIP, I guess.
Hier haben wir den Hirsch, den wir eben gerade in der Höhle gesehen haben, komplett verrottet. Gott, das Spiel ist insane einfach. Mann. Absolut, absolut großartig. Atmosphäre ist einfach on point. Grafik ist so fucking gut, Mann. Voice Acting auf Englisch. Auch großartig. Love it so. Ich meine, dieses Spiel ist einfach pures Wallpaper-Material. Ich kann es doch nochmal wiederholen. So. Es ist so krass, wie es aussieht. Ich freue mich auch jetzt schon wieder darauf, den YouTube-Algorithmus anzukämpfen, also das YouTube-Content-ID-Match-System. Das wird halt wieder richtig viel Spaß mit diesem Spiel haben. So, schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen rüberkommen. Das ist übrigens auch einfach das Gameplay. Also das ist es halt legit. Das ist alles, was ihr tut. Ihr schnallt euch mit Zeug fest und rennt von A nach B. Und währenddessen ist das Gameplay halt mehr oder weniger, dass ihr versucht, dabei eure Lieferung nicht zu verlieren. Und so halt von dem Terrain einfach nicht besiegt werdet. Weil das hier ist euer eigentlicher Gegner und nicht irgendwelche anderen Sachen. Denn was Sam echt gerne macht, ist einfach zu stolpern und dann zu sterben. Und das ist halt immer richtig, richtig spaßig. Aber naja, wir haben es geschafft, wir sind da. Zeit für mehr Exposition, zumindest gleich. Ich erinnere mich halt noch, wie ich die PS4-Version einfach damals gespielt habe, vor 6 Monaten oder so. Und das war so gut. Oh mein Gott, das war so ein krasser Moment. Generell, das ganze Spiel, insanely gut. Kann ich nur wiederholen. Ich finde es großartig. Selten so viel Spaß in einem Spiel gehabt, das so wenig Gameplay eigentlich hat.
What took you so long? It's not like the legend to come in late. Had to wait out the storm. Lost my bike. Sounds like you've been through the ringer. Luckily, our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery. Was erwartet man anderes vom Meisterlieferanten, Alter? DHL, Hermes, UPS, GLS, DPD sollten sich alle meine Scheibe von mir abschneiden. So, skip mir das gerade alles mal. Braucht kein Mensch, einfach irgendwelche Statistiken, die eh nicht wichtig sind. Jetzt geht's auch nochmal richtig ab. Haltet eure Titties fest, Alter. Jetzt geht's nochmal richtig ab hier. Igor, Bridges Corpse Disposal. Sam Porter, I presume? Right. Not the touchy-feely type. Documents said you had some kind of phobia. Bridges Corpse Disposal? What happened? Look. Gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Silent Poets, by the way, großartige Band, genauso wie Churches, auch absolut großartige Band, kann ich alle nur empfehlen. He's got a date with the incinerator. How long since he flatlined? We don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Not sick. This is a suicide. Oh, Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with PTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. You put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you with dooms. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. So how about it? Can we count on you? Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Roll out!
the world was different when I was a kid. America is a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Hard to imagine it now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition. And if you were lucky enough to survive, the Timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. Worlds of the living and the dead all mixed together. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Shit. We're gonna have to cut to the BTs. Get us out of here. Sam, can you see anything? No, nothing. This BB must be busted or something. Breathe.
Falling down, my fair lady.
einfach komplett insane, so. Einfach kompletter fucking Wahnsinn, was hier passiert. Aber halt so gut, so gut. Und vor allem, das macht alles Sinn. Am Ende des Spiels wird das alles erklärt, was hier passiert. Und das ist das Beste an diesem Spiel. Yum! There was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last. How does it feel to be back in the world of the living? Don't worry. I'm a doctor. Well, a coroner, originally. Call me Dead Man. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never actually died. I would advise against that. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yep, Bridges. Humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, if you prefer. Right. Where am I? What time is it? Watch me. Try pressing it against your skin, like this. Relax. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Look, look. Cuffs will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. What the hell? 2 days? During that time, we took the liberty of collecting fluid samples from you. You're a repatriate. That makes you very special. What happened to the CD guys?
central knot was obliterated in the annihilation. Game over, man. Place is a crater. The only ones to get a continue were you, for obvious reasons, and your broken bridge baby. Is it all right? It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Why keep it? We lost everyone. Not just corpse disposal. My team, HQ, all of Redefort, every soul in Central Knot City. We're at our base, in Capital Knot City now. Or should I say, our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated. And there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command remains intact. I hate to do this so soon, but I have a job for you. This stencil is from when you repatriated? What's the other mark from? A clinging woman in a cave. I see. Aphanphosmphobia. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. So, the job is an urgent delivery. I need you to bring the president some morphine. What president? America's gone. You talking about the mayor of Central Knot? No. Not the mayor. America lives on, Sam. The president is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. Why me? Look, Sam. Do as I ask, and I promise it will all make sense. Why don't you do it? Because I'm not really here. Apologies. This is just a chirogram. And here, come the tears. Allergic reaction to the chiral transmission. I'm actually over in the isolation ward in the big triangle building. Here is the morphine. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Come on. You got morphine there. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is that America's last president wants to see you in person. Are you really about to say no? Very good. I'll see you in the isolation ward. Wundervoll. Wundervoll. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, bis das Spiel richtig losgeht. Aber gut, ich werde gerade mal die Treiber installieren, glaube ich. Und mal schauen, wie gut das Spiel dann läuft und ob ich es dann auch in richtigem 4K spielen kann. Weil das ist ja bisher DLSS auf Leistungseinstellungen. Dann kann ich auch gerade mal meinen PC neu starten, was auch eigentlich relativ praktisch wäre. Daher...
Schauen wir mal. Check the map on your cufflinks if you're lost, Sam. The isolation ward should be pretty obvious. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. Okay, cool. Dann schauen wir mal, dass wir unser Morphium da zurückbringen. Also halt, im Ernst, es ist ultra krass, wie viel besser DLSS-Qualität im Vergleich zu der regulären 4K-Auflösung aussieht. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Halt, das muss man sich dann halt auf YouTube angucken. Ich muss das einfach nochmal machen, weil das einfach so insane ist, weil es ist halt, damn. Ich komme darauf nicht klar, Mann. Es ist so krass einfach. Warte, wir stellen uns jetzt hier hin. Und dann achtet mal auf diese Linie, wo Sam gerade seinen Kopf drunter hat. Diese Stromlinie da hinten. Das sieht man im Stream jetzt nicht, aber das sieht man dann auf YouTube. Und wenn ich das jetzt einfach gerade mal auf 4K setze, DLSS aus und Anti-Aliasing einfach nur auf FXAA. Ist das halt einfach nur so eine weirde Pixellinie da oben. Was halt einfach... Ist halt einfach insane. Oder so generell, alles ist halt so übelst pixelig noch. Halt auch so die ganze Geschichte da hinten. Und was da hinten halt so abgeht. Und dann... Kannst du halt sagen, okay, kann man machen. Aber wir können es ja auch auf TAA setzen. Das sollte theoretisch ja besser aussehen, macht das Bild ein bisschen softer, aber passt ja. Und auch da sieht man halt immer noch so leichte Pixelierungsgedönsdinger und irgendwie so richtig, richtig geil ist das halt immer noch nicht. Und so leichte Stufeneffekte überall noch. Und dann setzt du das einfach auf DLSS. Und gehst halt auf Qualität, weil warum nicht? Wir haben Treiber installiert und alles sollte passen. Und du hast einfach keine Verpixelungsgeschichten mehr, Mann. Das sieht einfach plötzlich geil aus, alles. Was zur Hölle? Das läuft normalerweise in einer niedrigeren Auflösung als 4K, aber es sieht einfach besser aus. Das ist einfach insane, Mann. Das ist halt Wahnsinn, einfach. Also, das muss man sich halt jetzt auch in 4K angucken, auf einem 4K-Monitor. Dann erkennt man das, glaube ich, sehr viel besser als in 1080p. Aber damn, Brudi. Das ist halt mal ein Feature, ne? Wahnsinn einfach. Centro wasn't just home to Bridges HQ. It was also the seat of the Reconstructionist movement. If the president hadn't required special treatment, she would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. Signs are all trending the same way. No chance of a recovery then? None that I can see. No. We should start making preparations. Sam! It's me, Dead Man. Sorry, my mistake. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain.
and allow her to speak with you in these final moments. Her? The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you? You're not exactly dressed for a reunion. Take that off, before you come inside. That's the president's right-hand man, the director of bridges. Die Hard Man? Oh, you were with Bridges One? So, I guess no introductions are necessary. What's it been, Sam? 10 years? Look at us. A bunch of deathless freaks meeting like this. Yeah, well, good to see you two. President's waiting. It's your mother, Bridget. She's a bit out of it, but I know she'll recognize you. Madam President, we've brought Sam. We'll leave you two alone. You remember Amelie went west. Took her 3 years to cross. She's trying to rebuild the country. Still going on about that, huh? You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. We don't need a country. Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of jack shit. Sam, listen to me. Help me. No, I...
love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Madam President! Oh no. Das war wohl zu viel für die Jilf. Doctor, we need your help. All hands on deck here. Jason V5, give me 150 cc's. She's not responding. Hold on. We're losing her. I'm a death. Listen, no one can know that the president is dead. If word gets out, Bridges is finished. Now, what happened here does not leave this room. Do you understand? Yes, Director. But there's still the matter of the body. Without corpse disposal. We've got that covered. Sam, before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me? Like she tried to? Well, she succeeded. Look at your wrist. If that's not symbolic, I don't know what is. Director, the cancer spread throughout her entire body. Harvesting organs is out of the question. And there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. What do you want me to do? We don't have any porters right now. And the CD team you went into the field with are dead. But the president's body has to be burned. The road from Capital Knot City to the incinerator was compromised in the void out. Now, the only way there is on foot, through the mountains. But the chiral density there is off the chart. It's gotta be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me? Why? Sam, you're already on the clock. Now get it done, Sam Porter Bridges. Wie sie ihn einfach übelst reingelegt haben, Alter. Krass, einfach. President Strand believed in American Reconstructionism. She worked tirelessly to bring the nation together again. And without her, there would be no Bridges. She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. If she dies, America dies. Without her, Bridges will cease to be. Listen.
Her cremation must be carried out with the utmost secrecy. Even if we pull it off, what then? Who's gonna take her place? Face it, America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. What matters is that we're going to finish your mother's work and rebuild America as she intended. That's the reason Bridges exists. So take the first step, Sam, and deliver the president's body to the incinerator. If we don't all come together again, humanity will not survive. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. The facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. We'll be monitoring you around the clock. If anything comes up, we'll offer you support via the cufflinks. Los geht's, los geht's. Sam, this is Di Hartman. Dead Man explained how to use the cuffs, right? Use them to check the location of the incinerator. Sam! Blah, 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 blah. Sam, I don't think I need to remind you, but... Every minute counts when transporting corpses for disposal. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and become a fresh BT to make our lives hell. Dein Gesicht, wenn du Sam innerhalb von 10 Sekunden nicht angerufen hast. Jetzt kommt der beste Part im ganzen Spiel. Ich freue mich drauf, dass ich dieses Spiel im 50-Stunden-Stream auch nochmal spielen werde. Einfach weil es so viele Leute sehen müssen, wie insane dieses ganze Ding einfach ist. Und wie hübsch es einfach ist. Rudi! Sam! Strand was the symbol of American Reconstructionism. Even with the country shattered and its people scattered to the four winds, she never stopped believing they could be reunited. People held on to their hope that America would rise again because they believed in her. We believe that this country can be rebuilt. America lives on, together with Bridget's undying spirit. Ich kann das auch alles nur zu Fuß machen, ne? Ich kann da... Noch kann ich kein Motorrad oder so nehmen. Würde so viel schneller gehen, einfach. Oh, es ist so cool, dieses Spiel einfach in... krass zu spielen. Einfach krass, einfach krass. Have a pleasant journey. Ich meine, die ganze Geschichte hat ja auch noch einen Fotomodus eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie man den aktiviert. Warte mal. Steuerung?
Gute Frage. Ah, okay. Nein. Ah, okay, soweit so gut. Sehr schön. Das ist doch mal eine Pose, mit der man was kann. Okay. Weißt du, das ist ziemlich cool eigentlich, dass er so der Kamera folgt. So mit Mom auf dem Rücken ist alles cool. Wenn sich das mal nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Bibi haben wir noch nicht. Tiefenschärfe machen wir mal ein. Muss sich ja auch lohnen. Belichtung passt schon. Vignette brauchen wir nicht. Rahmen. Kino. Poster. Wenn das war nicht. Also, weiß ich nicht. Sonst, also das ist schon. So kann man es schon lassen, eigentlich. Muss halt sein, so. Kann man machen. Okay, genug. Name's Sam. Ach ja, genau, jetzt geht es ja eigentlich noch los, dass wir unser Ziel einmarkieren. Und das sieht jetzt eigentlich relativ easy aus, dass wir nach hier hinkommen, aber das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, so ging das, ne? Dass man das so machen musste. Hier musst du nämlich deine eigenen Wege und deine eigenen Waypoints und sowas einzeichnen. Und das fand ich eigentlich immer relativ cool. Und wir gehen hier rum. Komm schon. Ja, komm schon. So. Das kann man auch mit der Maus machen, oder? Doch hier, so, okay. Geht viel einfacher mit der Maus. Danach da. Nach da. Komm schon. Danach. Ah ne, sind wir auch schon hier. So, okay. Das ist der Weg, den wir gehen werden. Weil wenn wir hier lang gehen, rennen wir in diese ganzen Geisterdudes rein. Und das ist super unpraktisch. Und hier umgehen wir die einfach. Größtenteils zumindest. Yeah, just like that. So, wie spielt sich das denn eigentlich mit Maus und Tastatur, höre ich euch fragen. Gute Frage, probieren wir mal aus. Spielt sich super strange. Warte, das möchte ich mitnehmen eigentlich. Aber kann ich nicht? Das Sammeln solcher Kristalle ist ein spezielles Gerät erforderlich. Schade. Na, was soll's. Also spielt sich jetzt nicht super strange, aber es ist halt schon für einen Controller gemacht. Too close. Stell dir vor, wir fallen einfach und Mama landet einfach im Graben oder so. Das wäre sehr tragisch. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. 'Cause we're a long way from home. Thank you.
Cause you're a part of me and I'm a part of you. Cause you're a part of me and I'm a part of you. Cause you're a part of me and I'm a part of you. Ich sehe gerade, das ist tatsächlich die Hauptaufgabe im Game, mit der Musik ein gutes Game runterzukommen. Auf jeden Fall. Also ja, das ist halt das, was du tust. Du bekommst halt einen Auftrag, dass du irgendwo irgendwas hinliefern sollst. Dann gehst du halt so auf die Map, schaust halt, dass du irgendwie dir so eine Lieferroute baust. Und dann guckst du halt, ob diese Lieferroute machbar ist. Und wie man halt hier schon sieht, geplant war eigentlich, dass ich hier unten langlaufe, aber das hat sich nicht gelohnt, weil hier so ein krasser Abgrund war, den man halt auch nicht wirklich gesehen hat. Also muss ich dann halt hier lang. Ja, so ist halt gucken, komme ich hier weiter. Ich weiß, dass es theoretisch geht, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob sich das machbar machen lässt, ob das machbar ist. Daher schauen wir mal. Weil theoretisch macht es, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir da langlaufen, als wenn wir... Ah, okay. Okay, ist tatsächlich auch die Route, die ich eingeschlagen habe. Dann ist ja gut. Und halt das Coole ist, dass du, je weiter du spielst, du immer mehr Gadgets freischaltest, die das Liefern halt vereinfachen. Und du hast halt immer wieder neue kleine Sachen, die dir halt helfen und alles. Es ist halt irgendwie immer so ein kleines Ding, was das Ganze wieder ein bisschen frischer macht, finde ich. Und das macht es ehrlich gesagt relativ interessant zu spielen, weil du halt deine Routen einfach krass optimieren kannst. Und das ist hier jetzt noch nicht so krass der Fall, aber du kannst anderen Strukturen, die gebaut werden, halt Likes geben. Und es ist halt so nice, wenn du irgendwas baust und du loggst dich halt ein und du siehst dann einfach, dass du 50 Likes auf irgendwas bekommen hast. Das ist halt cool irgendwie. Just a bit further now. Wenn ihr das Spiel kaufen möchtet, tut das gerne über meinen Instant Gaming Link. So, okay, weiter geht's. Halt, das sieht so krass aus einfach, Mann. Das ist halt... Finde ich super, Mann. Ich kann auch die PS4-Version über den Link kaufen. Du kannst jetzt zumindest, PlayStation Network Guthaben kaufen. Und das wird jetzt interessant. Du kannst dir PlayStation Network Guthaben kaufen und das dann so kaufen im PlayStation Network Store. Das müsste sogar gerade im Angebot sein, weil wieder irgendwelche PlayStation Rabattwochen sind. Das heißt, du kannst dir halt irgendwie so 30 Euro PSN-Guthaben kaufen, zahlst dafür dann halt über Instant Gaming nur, keine Ahnung, 25, 27 Euro. Und das Spiel selber ist dann auch nochmal wahrscheinlich auf 29 runtergesetzt, also sparst du halt auf den Rabatt nochmal. Soll das Spiel auch für die Xbox One kommen, lese ich gerade. Nein. Also ich glaube, PC ist halt so eine Sache, weil das ist ja mehr oder weniger eine freie Plattform, aber ich glaube, das ist halt immer noch ein Sony-Spiel am Ende des Tages.
Ich glaube nicht, dass die Spiele auf der Konkurrenzkonsole veröffentlichen werden. Okay, so, wir haben das geschafft. Sehr gut. Einfach mal mit Mama hinlegen. Ups. Ja. Meine Güte. Jetzt aber auch genug hier. Found you in the crater. But why is it here? Because it's flagged for disposal. Central Knot's gone, and our headquarters along with it. Because that thing didn't do its job. It's all in Igor's logs. But it's still alive. It can't be repaired, and it can't survive outside the pod. Pity it if you want, but the decision has been made. It has to go. The director approved the order. Got an idea.
start, you little shit. Maybe you are defective. That's it. Do your thing. Los geht's. Keep low. Move cautiously. Das ist halt jetzt einfach insane so. Und das Coole ist halt, du kannst sie halt auch nur sehen, wenn du stehen bleibst. Okay, wir haben relativ freie Bahn, wenn wir nach hier laufen. Und sie können halt auch nur bemerken, wenn man atmet. Entsprechend Luft anhalten ist ziemlich praktisch. Ah, sehr gut. Fuck. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Oh Gott, oh Gott, okay. Okay, so weit, so gut. Keiner bemerkt uns. Alles ist super. Komm schon, mach deine Snaps. Die Teile sind halt auch einfach gigantisch, Alter. Die sind halt richtig groß, Mann. Okay, fuck it, wir laufen durch. Oh Gott, Mädchen. No! Ah! No! Fuck! Super unpassend. Oh Gott, oh Gott. Komm schon. Wir schaffen das. Oh Gott, nicht gut. Oh Gott, no! Okay, alles ist gut. Er macht bisher nicht so viel. Wenn wir es hierhin schaffen, haben wir es geschafft. Okay, alles ist super. Uff. Alles gut. Wir haben es hingekriegt. Und das passiert, wenn man von diesen Gaster-Dudes gegriffen wird.
Oder können wir noch weiter nach unten? Ich glaube, wir können noch einiges weiter nach unten. Erstmal Energy trinken, Alter. Trinken vor allem. War das nicht so, dass man älter wird, wenn man von denen gefasst wird? Nein. Du verursachst so eine Explosion, wenn du von denen gegriffen und dann aufgefressen wirst. Älter wirst du durch diesen Regen. Ups. Alles gut, alles gut. Jetzt in das schwarze Zeug reinpinkeln müssen. Das konnte man ja auch noch machen, ne? Geht das hier schon? Ah, das geht schon. Wundervoll. Und schon haben wir einen Pilz kreiert. Und den können jetzt auch andere Leute in ihrer Welt sehen und da auch drauf pullern und dann haben wir irgendwann eine riesige Pilzfamilie. Die bringen jetzt nicht so gigantisch viel, aber... nice to have einfach. Mal ein bisschen baden gehen hier. Weil das ist halt auch cool, wo du dann halt so im Wasser bist, wirst du wieder sauber. Und der Rest ist halt noch dreckig. Wir haben diese Lieder zwischendurch. Mega gut. Liebe sie. Wobei, jetzt können wir doch tatsächlich auch noch Bilder mit dem BB machen, ne? Kamera bewegen. Kamera runter und hoch. Okay. Sehr gut. Mach mir direkt das maximale Licht. Sehr gut. Okay. Können wir ihn dabben lassen? Halt, was bringt es mir, dass ich dieses Spiel spiele, wenn ich ihm keinen Dab geben kann? Okay, das ist auch ziemlich okay.
Okay, das ist super strange. Aber cool, dass es funktioniert. Aber dass du halt auch sowas tatsächlich richtig einstellen kannst, das ist ziemlich insane. Ein bisschen Filmrauschen mit dazu. Oh, chromatische Aberration. Los geht's, Alter. Hau raus. Die Linsenverzerrung brauchen wir keine. Das ist halt schon einfach ein cooler Twitter-Header eigentlich. Ist schon ein bisschen nice. Kann man halt schon einiges mitmachen, Mann. Es ist halt ein bisschen strange, dass du auf den Brüll-Button drücken musst und dann mit dem Steuerkreuz nach oben, um so ein Bild zu machen. Hey! Weil er ist dann immer so am Rufen, was... Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt, ehrlich gesagt. Aber naja. Gehen wir gerade mal zurück und geben den Auftrag ab und sind dann erstmal, glaube ich, zufrieden. Wir wissen schon, wo das Center ist. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Einmal nach da vorne. Das wundervoll dreieckige Gebäude. Haben die das so bezeichnet? Da, 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 da. Manchmal bekommt man auf das Rufen eine Antwort. Aber wahrscheinlich, wenn andere Lieferanten durch die Gegend laufen, ne? Dann kannst du die rufen und die sagen so, huah! Gibt's keine Fahrzeuge oder sowas, sehe ich da. Doch, es gibt, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Fahrzeuge, die du bekommen kannst. Aber die schaltest du erst nach und nach frei. Warte, hier sind wir gar nicht richtig. Ich bin ein Idiot. Hä, wo muss ich denn hin? Oh nein, ich habe nur noch da gemusst. Ich bin so dumm einfach. Kann man da nicht quick traveln? Ah, Mann. Ich bin so dumm. Holy shit. Ja, fuck it. Und nochmal zurück. Ups. Ich dachte, wir hätten nach hier gemusst. Aber nein, wir mussten nach da vorne. Das stimmt, rufen auch die anderen Sams. Okay, das wusste ich nicht. Ich glaube nicht, dass mir jemals irgendwer geantwortet hat. Daher ist es interessant zu hören. Habe ich die Devolver Direct, Digital Direct, E3 Direct gesehen? Und gibt es eine Reaktion dazu? Gesehen ja, Reaction gibt es keine. Ich habe sie mir einfach so angeguckt und war so die ganze Zeit... Bro, what the hell? Das war schon...
Das war schon cool. Brudi, ja, ich hab nachgeguckt. Ich bin ein Idiot, es tut mir leid. Ich dachte, wir müssen zu dem Ding da hinten, aber nein, das war einfach nur das Teil hier vorne. When you're stupid. Someone with Dooms hooks up to a BB. Your feelings and memories cause feedback, like with a speaker. It amplifies fears and stress and runs the risk of taking you to a place from which you will not return. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. Disposal is the only option. Sam, get cleaned up and come to the president's office. We need to talk. Es hat eine Herzluftblase geluftblast. Gab leider nur ein A, weil ich kacke bin. Sam, I thought I told you Dooms and BBs were a dangerous combination. Huh, perhaps a shower is in order. You're still covered in Kyralium. Don't want the president to see you like that. The hell you talking about? She's dead. You're upset. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No, we owe the kid our lives. You too. As you say, I shall look after it. Give my regards to the president. It's almost time to go, Sam. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Aside for your use. Bridges perk. Take a moment to clean up
Wash all that Kyrellium off, then come to the president's office. Los geht's. Lass uns ein Monster trinken, Mann. Prost. Mega gut. So könnte man dran zoomen, ne? Mega gut. Nein, das mache ich nicht. Ich weiß, was er tut, wenn man da ran zoomt. Da verzichte ich drauf. Nach drei Erklärvideos habe ich die Story immer noch nicht verstanden, aber die Story ist relativ einfach zu verstehen eigentlich. For fuck's sake. Isn't anything private anymore? Oh, no. Except for taking a shower and going to the toilet, that is. I take it you were getting yourself cleaned up. Good. Come to the president's office as soon as you're done. She's waiting for you. You did well, Sam. Thank you. Bridget may no longer be with us, but her legacy has a chance to live on. Sam, listen to me. America. Reconstructionism. Her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope. Our new America. Amelie. My mother may be gone. But I'm here. And you, Sam, you're here too. Been 10 years since you saw each other, right? And in all that time, she hasn't aged a day. He knows why. My body's still on the beach. I don't get to grow older. But you do, Sam. You look good. So you're serious then about reconnecting everyone and everything? Someone has to succeed Bridget, Sam. More importantly, someone has to carry on her legacy and see our country rebuilt. Samantha America Strand, our new president. A new beginning for our people, for our nation. Under Emily's leadership, we'll re-establish the UCA, the United Cities of America. This is how we'll rebuild our country. But we'll need your help to do it, Sam. No, I'm through with this. I said my goodbyes to all of you when I said them to Bridget. We never forgot about you, Sam. You ran away. You cut us off. Emily put together an expedition. The best of Bridges won. And went west. I led them past craters in BT territory. I kept them safe while they searched for survivors. Never once missed a BT. Saw him coming a mile away. Mm-hmm.
We convinced community after community to join the UCA, and we left behind our own people to help them. It took us 3 years, but we managed to make it all the way to Edgenaut City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah, but then everything went to hell. The team was wiped out, and Emily was taken. Taken? I'm not being kept in a cell or anything like that. I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgenaut City. Well, that's what our keepers are saying, at least. They want the UCA to leave him be. Emily's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homo Demons. Militant separatist group. They run Edgenaut City. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. You think the suicide that took out Central Knot was one of theirs? Could be. They're extremists like the demons everywhere, plotting in the shadows. They're decentralized by nature. No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force, by men who tell them what to do, who take away their freedom and put them in shackles. What'd you put on me, huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together. To form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a qubit. This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the chiral web. Take the qubit west, Sam, and reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenaut City, find Emily and bring her home. After that, I'll take over the presidency and carry on Mother's work to save the country. This was Bridget's dying wish. This is how we'll move forward. Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. I'm not a Strand. Hell, I'm not even part of this outfit. You all saw to that. I'm not getting involved with you or anyone else ever again. Wait! See? It's like I'm not even here. Same as it ever was. Sam! Sam! Rude, man läuft nicht einfach so durch Frauen durch. Hold on. Stop! Listen to me. America needs you. Both of you. Yeah, covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Round and round it goes. Connect, reconnect, it's not that simple. All right, Sam. Just take it easy. I get it. You don't have to commit to anything now. Why not get some rest? Good idea. We all need our sleep. Leave it too long and you're liable to reconnect with the other side. The necessary maintenance has been completed. Various adjustments and fine-tuning for your benefit. You can use it again.
For once, it would seem that Dooms and BBs are a good combination. Or perhaps the two of you have something of an affinity for one another. Sam. Listen. You are Sam Strand. No, I'm not. Not anymore. My name is Sam Porter Bridges. It's a funny word, strand. A strand is part of a rope or bond, while stranding means being washed up on the shore. And being stranded is when you can't go home. I'm stranded now, Sam, here on the shore of the Pacific. Thousands of miles away, but our bond still holds. You're free, but we're still connected. Don't tell me we're not. Sam, this is Di Hartman. You were out like a log. Must have been beat. Private rooms come with all the basic amenities. Shower, toilet, etc. Drop in when you need to rest. Inspect your gear, review info, or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do, why not check things out for yourself? See how Bridges operates these days. Okay. Dann würde ich erstmal den Break machen. Ich glaube, das war lang genug, um die PC-Version reinzugucken. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr krasser Port geworden. Das Spiel hat halt wirklich einiges an Upgrades erfahren von der PS4 auf den PC. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Ich finde das Spiel unfassbar gut. Ich hatte sehr viel Spaß mit der PS4-Version.
Und denke, ich werde die PC-Version auch nochmal durchspielen, aber das wahrscheinlich eher privat und weniger in Aufnahmen. Falls ihr da wissen möchtet, wie es weitergeht, ich habe die ganze PS4-Version auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch da von Anfang bis Ende durchbingen, was ich wirklich nur empfehle. Die Story ist insane und unfassbar gut. Und ja, falls ihr es euch auch kaufen möchtet, auf meinem Instant-Gaming-Link könnt ihr euch das für, glaube ich, 40 Euro, 45, irgendwie so in dem Dreh holen. Und ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, läuft super gut, sieht großartig aus und ist ein sehr interessantes Spiel. Und ja, das war's soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns später wieder.